Mit den Firmen ist mein persönliches Anliegen. Wir hoffen, er versteht einigermaßen. Wir hoffen, die Adressaten verstehen ihn auch. Ich rede jetzt, oder ich wende mich ganz bewusst an die 2 bis 3 vollkommen hirnlosen Analphabeten der Polizei, die drüben am Mirabellplatz die Situation fast zum Eskalieren gebracht hätten. Was ich euch sage, ich hoffe, ihr versteht es. Ich bin ein sehr, sehr, sehr friedliebender Mensch, aber irgendwann putzt er mir die Sicherung. Und genau ihr drei Vollidioten sollt euch eines im Klaren sein. Irgendwann seid ihr in Zivil, beziehungsweise irgendwann reicht es der ganzen Menge da. Und dann will ich mal sehen, ob das Euwein noch so aufblustert da steht und Euwein noch so stark macht. Ich für meinen Teil kann nur Folgendes sagen. Strapaziert nicht unsere Geduld über. Weil irgendwann wirklich ist das Maß voll und irgendwann putzt uns die Sicherungen. Das ist kein Aufruf zur Gewalt, aber ein Aufruf dazu, ins Hirn einzuschalten, auch wenn ich Exekutivbeamter bin. Vielen, vielen Dank euch. Das stimmt aber nicht, das geht nicht hier. Ja, aber dringend für mich von uns. Jetzt von mir auch noch einmal ein paar Worte an die Beamten, die vorher meine Tochter herausgezogen haben und das sehr unsanft. Ja? Es kann nicht sein, dass die eigene Mutter nicht zur Tochter lassen wird, wenn sie in Tränen ausbricht. Wo ist eure Menschlichkeit? Punkt 1. Punkt 2. Was in unserem Land passiert. Auch ihr. Und es ist Zeit für euch, dass wir gemeinsam als österreichische Bevölkerung aufstehen gegen diese Diktatur, gegen diesen Wahnsinn, gegen diese Unterdrückung. Denn wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, dann ist es vorbei. Dann werdet ihr die Masken alle wieder los. Und dann werdet ihr die Zwangsimpfung alle paar Monate auch nicht mehr los. Und eure Familien werden auch nicht mehr glücklich. Also reißt euch endlich zusammen, öffnet euer Herz und steht mit uns auf. Demonstrationspflicht! Ich probiere es jetzt auch so nochmal. Ich hoffe, dass man es vorhin einigermaßen verstanden hat. Ansonsten probiere ich es so. Ich richte mich nochmal an die genau 3 Personen. Diese Hirnlosen, ich wiederhole es gerne nochmal, Hirnlosen Analphabeten, für die der Klettverschluss erfunden worden ist. Strapaziert nicht die Geduld der Bürger, sondern versucht das bisschen Hirn, was es noch habt, zusammenzunehmen und darüber nachzudenken, was da läuft. Vielleicht kapiert es ja. Ich glaube es nicht, aber dann bleibt es wenigstens daheim und lasst uns in Ruhe. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank nochmal Salzburg. Menschen.
im Namen des Staates. Das darf nicht sein. Halt mal zusammen, wir sind A-Volk, wir sind A-Bevölkerung, ihr habt A-Familien. Halt mal zusammen, bevor es zu spät ist. Bevor wir dann die Veranstaltung offiziell beenden, vielleicht schaffen wir es noch, dass wir gemeinsam eine Botschaft rausbringen an alle und probieren es nochmal gemeinsam mit unseren Trommlern und richtig, richtig laut. Freiheit! 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 Freiheit!
paar Worte an die Exekutive. Wir sind keine Kriminellen. Brüder, die sie aufstellen und morgen so konstant weitergehen, weil wir unsere Familien lieben. Das ist der Grund, warum wir auf die Straßen gängern. Und nur das. Also behandelt uns da so. Wir sind Teil eurer Teil der Menschheit. Gebt nicht gegen uns, sondern macht es mit uns. Denn es ist auch eure Zukunft. Liebe Freunde, ich werde jetzt offiziell dann die... Ja, wir sind ja alle deiner Meinung, nur jetzt einmal bitte 5 Sekunden Start, dass ich noch was sagen kann. Danke. Bitte denkt dran, nächste Woche Sonntag, gleicher Ort, gleiche Uhrzeit, 14 Uhr. Wir sind immer hier. Der Widerstand macht keine Pause. Wir werden da sein und ich hoffe, dass wieder jeder noch irgendwen mitnimmt, den er kennt oder vielleicht auch nicht, einfach mitnehmen. Wir brauchen Leute, Menschen. Wir brauchen viele Menschen. Also vielen Dank schon mal vorab. Nächsten Sonntag zur gleichen Zeit, gleicher Platz. Und vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr alle heute da wart, so zahlreich. Macht es gut, kommt's gut heim. Ciao!